Operation Cold Thunder. Hutu rebels have captured a research outpost in the Congo run by the Horizon Corporation. Your mission is to rescue the American and European scientists without alerting the main body of the rebel force to your presence. Willkommen zurück bei Mission Nummer 2, Operation Kalter Donner. Diesmal angesiedelt im Kongo und nicht in London. Und hier müssen wir natürlich wieder mal eine Geisel befreien, oder beziehungsweise zwei. Einmal die Dr. Winston oder der Dr. Winston, sehen wir jetzt ja gleich, und einmal den sogenannten Relief Worker. Beides in diesem Fall sind europäische Wissenschaftler oder amerikanische und europäische Wissenschaftler, die beide für die Horizon Corporation arbeiten, die hier irgendwo in einem Außenposten zu Forschungszwecken unterbracht wurden und von sogenannten Hutu-Rebellen gefangen genommen wurden. Und jetzt hören wir uns doch mal an, was denn John Clark, unser Commander, dazu zu sagen hat. You made quite an impression on the Belgians during that embassy takedown. They're insisting that we handle this situation in the Congo. Horizon is the darling of the biotech industry, wildly profitable with a strong activist streak. I'll let their CEO, John Breitling, fill you in on their activities in Africa. The bottom line for us is that the leader of their research team is a VIP named Catherine Winston. High-ranking friends at NIH, WHO, dinners at the White House, you get the idea. It's absolutely essential that if you get anyone out, that it's her. Ja, wir sind jetzt mal nicht so, wir holen beide raus. Nicht nur sie, auch wenn sie oberste Priorität hat. In dem Fall haben wir aber anscheinend sehr guten Eindruck hinterlassen, sodass wir als Team Rainbow weitermachen dürfen. In der Botschaft davor, in der Mission 1, Operation Steelwind. Und ja, da würde ich nochmal sagen, übergebe ich das Wort John Breitling, weil der will uns noch ein paar Sachen dazu erklären, was die denn hier genau in Afrika machen. We're not in the Congo to turn a profit. We're there at the request of the World Health Organization to see if we can come up with a cure for the epidemic that's been decimating West Africa's cattle population. Now you have to understand, Horizon doesn't exist to make money. Horizon exists to make a better future. If people think we're crazy, well, that's their problem. Die letzten zwei Sätze könnten wirklich so von irgendeinem Werbefuzzi stammen. Horizon doesn't exist to make money. Horizon exists to make a better future. Okay, das waren die letzten, vorletzten zwei Sätze, um ganz genau zu sein. Aber ja, tolle Firma anscheinend. Super Motivation, nicht für Geld zu arbeiten. Ob das so stimmt, weiß ich nicht. Wir sehen ja hier oben, wir haben hier das Jahr 2000. Weiß jetzt nicht. Gucken wir mal, ob das wirklich so nette Leute sind. Aber ja, unsere Mission, Rescue Dr. Winston und den Relief Worker, und das machen wir jetzt auch. Aber vorher gehen wir noch kurz in den Intel-Bereich. Jetzt könnte ich mir noch über diesen Phrasendrescher hier noch ein bisschen was durchlesen. Da habe ich auch keine Lust dazu, weil, naja, seine Aussagen haben mir gereicht. Catherine Winston können wir uns mal schnell anschauen hier, damit wir wissen, wen wir da rausholen. Und lustig, kennt ihr das noch? Das wurde in den 90ern getragen, meines Wissens nach, und war total cool. Aber okay, ist ja auch Ende der 90er, um ganz genau zu sein. Und dann Newswire. Ah ja, hier können wir zum Beispiel noch was über unseren letzten Einsatz lesen, aber da wir den ja mit Bravour abgeschlossen haben, interessiert uns das nicht. Und hier haben wir noch die Hutu-Rebels. Irgendwelche Informationen, dass es zwei Clans sind, die sich, glaube ich, in, wo steht denn das hier, in Ruanda und Burundi haben sie irgendwann 1994 Stress gemacht und ja, sind halt anscheinend nicht so glücklich, aber um ganz ehrlich zu sein, das wäre ich auch nicht, wenn ich so eine Hand hätte wie der oder einen Stumpen. Und dann noch eine AK ohne Abzug, das kann ja nur perfekt werden, die Mission. So, das Roster, Standard natürlich, Ding Gervais. Einmal die Raymond René und wo war er denn? Der Herr Daniel Bogart und Andrew Burke. Ich gehe wie gesagt immer gern in zwei Zweier-Teams, das ist relativ einfach zu kontrollieren. Anders als beim letzten Mal habe ich jetzt allerdings vor, die Panzerung auf Light zu stellen, sodass wir ein bisschen mehr Geschwindigkeit haben. Sterben tun wir sowieso in der Regel mit ein oder zwei Schuss, von dem her macht das keinen Unterschied. Waffe, schallgedämpft, ist sowieso Pflicht, sekundär ebenfalls, dritte Slot Flashbang, Frag Grenades für eine Geiselnahme, ist jetzt nicht so der beste Plan, würde ich mal so behaupten. Jetzt Assign to All, jetzt haben alle die gleiche Klamotte und gleiche Waffe.
Und dann geht's kurz in die Verteilung. Und schon sind wir bei der Planungsphase. Gut, Überblick verschaffen. Erstmal kurz ein 3D-View aufrufen, damit wir uns das Ganze bildlicher vorstellen können. Also wir starten hier irgendwo in so einem Trichter. Dann haben wir so einen Schlauch, der dann vor zu so einem, was ist das hier, so eine Hütte, so eine abgerissene Hütte, wo man hier so ungefähr noch die Struktur erkennen kann. Das könnten, ne, kann man das besser sehen, irgendwie jetzt in 2D? Könnten Zeltlager sein mit irgendwelchen komischen Kreuzen oder vielleicht sind das Büsche da vorne dran. Und das Hauptgebäude, das irgendwie von einem großen Baum getrennt wird, sowie ein weiteres Zeltlager hier hinten. Ja, jetzt haben wir zumindest mal eine ungefähre strukturelle Oberfläche, wie das hier gemanagt wird, beziehungsweise wie die Umgebung hier aussieht. Und dann würde ich erstmal sagen, packen wir doch mal schon die Leute einfach hier vor. Team Blau hierhin, Team Rot einmal da und einmal da. Aber gerade nochmal einen Schritt zurück, weil ja, Bewegungsgeschwindigkeit muss schnell sein, deswegen Blitz. Und dasselbe gilt auch für Team Blau. Ebenfalls Blitz. Gut. Ja, wir haben hier jetzt mehrere Gegner. In dem Gebäude scheinen höchstwahrscheinlich die Geisel zu sein, weil hier sind sie nicht. First Floor, warte mal. Es gibt First, Second und Third Floor. Okay, also demnach hat das Gebäude 3 Stockwerke, einen Keller, ein Erdgeschoss und ein Obergeschoss. Und da scheint auch unser Hauptziel zu sein, mit einem Geiselnehmer direkt im Raum. Und das ist natürlich wichtig, dass wir da schnell vorgehen. Und jetzt würde ich einfach mal sagen, fangen wir mal an, die Pläne zu setzen. Ich habe jetzt beide Teams, Team Rot will ich nochmal schnell korrigieren, an der vordersten Spitze hier, dass sie ein bisschen mehr in Deckung hier sind. Genau, Blitz Engage passt, perfekt. Und jetzt setze ich hier schon mal Alpha Codes, weil ich möchte, dass ich einen parallelen Angriff auf diese 3 Leute hier vorne im Vorhof starte. Und dementsprechend sammeln wir uns erstmal hier in dieser Chat. Und dann geht es weiter mit dem normalen Bewegungsgeschwindigkeit und einem Clear-Befehl. Und, ach komm, eigentlich können wir uns auch direkt hier vorne hinbewegen. Da ich ja die Kontrolle von Team Blau übernehme, ist das ja voll in Ordnung. Da werde ich eh die meisten Leute dann versuchen wegzupicken, weil ich verlasse mich nicht gern so auf die KI, aber obwohl sie gute Schützen sind, also manchmal schießen sie schneller, als ich reagieren kann. Und deswegen, naja, gehe ich trotzdem hin und mache einfach den Weg hier direkt. Die reagieren da schon schnell genug. Gut, aber auch hier nochmal kurz einen Schritt zurück. Die brauchen auch den Clear-Befehl, dass sie auf Sichtkontakt feuern. Und hier packen wir jetzt, weil das hier, wenn ich jetzt hier nochmal auf die untere Ebene gehe, scheint der Eintritt in den Keller zu sein. Und dementsprechend packe ich hier nochmal einen Bravo-Go-Code rein und setze Team Blau jetzt hier hoch. Oder kann ich den vielleicht auch direkt hier an die Tür setzen? Nee, natürlich nicht. Setzen ihn hier hin, an den Eingang der Seitentür und dann auch Go-Code Bravo. Double-Check, beides Bravo. Nur die haben noch Blitz drin, das muss ich kurz rückgängig machen. Ja, genau. Dauerhafter Clear-Befehl ist jetzt wichtig, dass immer auf Sichtkontakt gefeuert wird, weil ja die Feinde ja anscheinend ja die Geiseln töten, sobald sie von unserer Präsenz wissen. Genau. Bravo, Bravo, passt. Dann schicken wir die Leute hier, Team Blau hier durch und da in diesen Raum und dann gehen die, jetzt muss ich mal kurz ranzoomen, das erkennt man jetzt so etwas schlecht. Genau, und dann haben wir hier einen Treppenaufgang. Dann schicken wir die mal die Treppe hoch und clearen diesen Bereich hier. Jetzt kann es natürlich sein, dass dieser Feind hier oder wieder hier oder hier oder da, da, da. Also er kann hier überall sein. Deswegen müssen wir relativ schnell und zügig die Räume clearen. Wenn der ausgeschalten ist, haben wir natürlich die Geisel hier. Die muss hier raus. Deswegen Escort-Befehl und wieder... Oh. Was war das jetzt? Zurück auf die Treppe, Hinterausgang und ab dem Hinterausgang setze ich jetzt einen Blitzbefehl von hier nach da bis hin, hoppla,
zum... Ja, wo hängt's jetzt schon wieder? Hier vielleicht? Na, ich mache nochmal einen weg. Das kann's ja nicht sein hier. Genau. Und jetzt... Ach komm. Dann halt dahin und einen dahin. Team Rot. Setzen wir ja auf Clear haben wir, normal haben wir. Und die dürfen dann hier in den Keller rein. Den Typen erschießen, da sie ja eh auf Sicht Kontakt schießen. Geisel befreien, Escort, Blitzbefehl. Und dann im Grunde genommen wieder raus. Und wieder raus. Ja. OCD trifft, schlägt ein hier. Gut, dann machen wir das hier hin und das läuft, alles Blitz, Blitz, Blitz und Escort Blitz. Ah, halt, nochmal schnell Double Check. Doch, Escort Blitz, perfekt. Save Plan, Plan 1, Save und Abgleich 16, 17 Go-Codes, 2 Go-Codes, 2. 16 Wegpunkte, 7 Wegpunkte, passt. Team Blau spiele ich. Und dann würde ich sagen, los geht's. Und los geht's. Team Rot nimmt die Spitze. Naja, klar, die rennen natürlich viel früher los als ich. Und wir hängen im Schlepptau. So, was haben wir hier? Da, Feindkontakt. Ausgeschaltet. Team Rot ist angekommen. Okay. Ein bisschen Trigger-Happy heute. Und Alpha-Befehl. Los. Okay, die haben den schön ausgeschalten. Klasse. Und weiter vor hier an das Gebäude. In den hinteren Bereich hier. Ah, jetzt können wir gerade mal hier schnell durchschauen, weil auf der Map haben wir hier vorher zwei Feindkontakte gesehen. Und da war schon einer. Gut. Durchladen. Beide in Position. Und Bravo-Befehl. Dann haben wir den. Clear. Genau, rennen wir durch die Flinte, du Affe. Den haben wir. Und die Treppen rauf. So, jetzt müssen wir ganz flott mal hier die Räume checken. Okay. Hier ist niemand. Da ist niemand. Müsste eigentlich hier sein. Genau. Und jetzt schnell in den Raum, bevor er die Geisel erschießt. Wunderbar. Einwandfrei. Madame, Sie kommen mit. Unauffällig folgen. Jetzt wieder hier schnell die Treppen runter. Mach kurz hier den Rückbereich absichern, weil da hatten wir nur einen von den zwei Gegnern. Und Andiamo. Wunderbar. Das sieht doch schon viel besser aus. Beziehungsweise, das sieht viel besser aus. Es läuft gut, sagen wir es mal so. Und wir dürften jetzt eigentlich schon fertig sein. Klasse. Niemand verletzt, niemand erschossen. So habe ich es gern. Und tata. Juche, Heureka. Ich freue mich. Wieder geschafft. 2 Minuten 10. Ah. 4 Minuten langsamer als die erste Mission, aber das ist jetzt bei den Anfangsmissionen noch so, die kann man relativ schnell und einfach erledigen, glaube ich. 69%, ich werde irgendwie nicht besser, habe ich das Gefühl. 48 Schüsse abgefeuert, 10 Terroristen erschossen, niemand verletzt. Ready, ready, ready. Ah, der Andrew ist ein bisschen müde. Das hat er sich mal, keine Ahnung, vielleicht woanders bewerben, aber nicht bei Rainbow. Hier brauchen wir fitte Leute. Aber gut, Mission 2 erledigt. Niemand tot, niemand verletzt. Alle sind glücklich, inklusive mir. Und wir sehen uns in Mission Nummer 3, dessen Name ich jetzt noch nicht weiß. Macht's gut, bis denn, ciao!